Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 442. Eichhorn-Wanderung am Sonntag, dem 6. Juni 2021. Ja, wir sind nicht zurück in der Gegenwart und waren gestern in der Zukunft. Ich habe mich ganz einfach geirrt, als ich Ihnen gestern den 5. Juni 2041 genannt habe. Aber ich war sehr aufgeregt, denn ich war ja gestern in der Burg Gas und habe miterlebt, wie drei Königinnen mit drei Bienenschwärmen ausgeschwärmt sind. Heute bin ich in der Studierstube, es ist schon Abend, der Eichkugel liegt hier im Abendsonnenschein und ich kann mich ein bisschen entspannen, denn wir haben natürlich sofort den Imker verständigt. Der Imker ist gekommen und mit den entsprechenden Werkzeugen, mit den entsprechenden Vorrichtungen hat er die drei Bienenstöcke eingesammelt und wieder zurückgebracht in einen Bienenstock. Ja, die Bienen leiden ja sehr darunter, wenn sie über Nacht draußen sind. Bisweilen können sie erfrieren. Drum sammeln sich ja alle Bienen um die Königin, damit sie gewärmt wird. Und dieses Wesen der Bienen und dieser unglaubliche Fleiß und dieses fantastische Zusammenarbeiten im Bienenvolk, das ist etwas ganz Interessantes. Als Student bin ich oft vorbeigegangen am Sommerhaus von Karl von Frisch in St. Gilgen und dann ist er dort gesessen und dort hinausgeschaut auf den Wolfgangsee oder Abersee und jedes Mal, wenn ich vorbei bin, habe ich gedacht, und dieser Mann hat die Sprache der Bienen entschlüsselt und immerhin dafür den Nobelpreis bekommen. Ja, über den Bienen, die ein unglaublich interessantes Gebiet sind und sehr, sehr faszinierend in ihrer Vielfalt, ihrer Wirkung, hätte ich fast vergessen, dass ja heute der schwedische Nationalfeiertag ist, der 6. Juni. Zu tun hat das mit der Krönung von Gustav Vasa im Jahre 1523. Sie erinnern sich, wir sind schon einmal darüber gewandert, nachdem der Reichsverweser Sten Sture tödlich verwundet worden ist in der Schlacht gegen Christian II., den König von Dänemark, der letzte war, der die Kalmarer Union noch zusammengehalten hat, hat sich dann drei Jahre nach dieser Schlacht im Jahre 1523 Gustav Vasa zum König gekrönt oder krönen lassen und damit wurde Schweden wieder ein unabhängiges Königreich. Bis heute ein Grund für die Schweden, den heutigen Tag als schwedischen Nationalfeiertag zu feiern mit Torte, Erdbeertorte und Kaffee, hauptsächlich im Brauchtum der Schweden. In diesem Sinne wünsche ich den Schweden alles Gute zu ihrem Nationalfeiertag und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntagabend.